Sierra Leone, eines der ärmsten Länder der Welt. Eine verheerende Ebola-Epidemie und der 10-jährige Bürgerkrieg mit 300.000 Toten haben tiefe Narben in dem Land hinterlassen. Als die Menschen schwer traumatisiert nach dem Krieg in ihre Dörfer zurückkehrten, war alles zerstört. Die Häuser niedergebrannt, die Kakaoplantagen verwildert, alle Lebensgrundlagen vernichtet. Das ist nun mehr als 20 Jahre her. Die Wirtschaft in dem Land kommt bis heute nicht in Schwung. Der Großteil der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Ein Viertel der Menschen leidet schweren Hunger. Vor allem jungen Menschen fehlt es immer noch an Bildungschancen und Arbeit. Die Welthungerhilfe hat sich auf die Fahnen geschrieben, diese Lebensumstände langfristig zu verbessern und unterstützt die Menschen in vielen Projekten dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und den Hunger zu besiegen. Ich bin nach Westafrika gereist, um euch zu zeigen, was eure Spenden bewirken und wie wichtig es ist, diese Menschen langfristig zu unterstützen. 46.000 Kakaobäuerinnen und Bauern in Sierra Leone arbeiten in Projekten der Welthungerhilfe mit. Ein Kakaoprojekt im Westen des Landes, im Kalaun-Distrikt, habe ich besucht. Neben dem Anbau von Reis und Bohnen für den eigenen Bedarf ist Kakao die wichtigste Lebensgrundlage der Menschen im Dorf Bauma. Hier sind es vor allem die Frauen, die für die Ernte und die Verarbeitung des Kakaos bis zur fertigen Bohne die Verantwortung tragen. In Bauma hat die Welthungerhilfe mit euren Spenden Gebäude errichtet, in denen die Bäuerinnen die frisch geernteten Kakaobohnen sortieren, fermentieren und trocknen können. Ebenso ist ein Gebäude für die Lagerung des fertigen Kakaos entstanden. Der Verkauf erfolgt an ein soziales Partnerunternehmen, das den Bäuerinnen und Bauern einen fairen, am Weltmarktpreis ausgerichteten Bio-Kakaopreis zahlt. Die Wertschöpfung bleibt also von der Ernte bis zum Verkauf bei den Menschen vor Ort. Eine Bäuerin sagte mir, wir ernten jetzt mehr und besseren Kakao und bekommen dafür einen fairen Preis. Wir können jetzt die Schuluniform für unsere Kinder bezahlen und ich kann jeden Tag eine warme Mahlzeit für uns kochen. Uns geht es jetzt besser. Ein Riesenthema in Sierra Leone ist der allgegenwärtige Müll. Hier gibt es keine staatlich organisierte Müllabfuhr, keine Erziehung zur Müllvermeidung, geschweige denn Gesetze zum Klimaschutz. Auch auf diesem Gebiet unterstützt die Welthungerhilfe diverse Projekte. Wir sind unterwegs in Kenema, der Hauptstadt der Eastern-Provinz und mit 250.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Jugendgruppen sammeln den Müll aus der Stadt und bringen die verwertbaren Gegenstände zum Recyclinghof. Hier treffe ich Jugendliche, die darin ausgebildet werden, aus alten Blechdosen Kochtöpfe und aus Plastik Pflastersteine herzustellen. Die Produkte, die so entstehen, werden verkauft und das daraus erzielte Einkommen kommt in eine gemeinsame Kasse. Wie viel Einkommen darf sich jeder entnehmen? Wie viel Geld wird für die Anschaffung von neuem Werkzeug investiert? Über die Verwendung der Gewinne entscheiden die Jugendlichen selbst. Die jungen Menschen bekommen so eine Ausbildung in handwerklichen Fähigkeiten, lernen, wie sie ihre Produkte vermarkten und sind in einer Gemeinschaft aufgehoben. Die Welthungerhilfe unterstützt mit der Leitung der Gruppe, hat Fahrzeuge für den Mülltransport angeschafft und die Werkstätten für die Jugendlichen eingerichtet. Mich hat besonders beeindruckt, mit wie viel Stolz und Leidenschaft die jungen Menschen am Berg sind. Charles hat mir erzählt, dass er in seinem Freundeskreis für seine Arbeit hier bewundert und geachtet wird. So wächst nach und nach das Bewusstsein für das Müllproblem im Land. In Deutschland wird für die Müllthematik bereits seit den 80er Jahren sensibilisiert. Hier beginnt der Weg gerade erst. Dafür braucht es einen langen Atem. Und genau dafür ist die Welthungerhilfe da. Wir sind unterwegs zum nächsten Projekt, wieder tief ins Landesinnere. Es geht über beschwerliche Wege, die kaum als Straße bezeichnet werden können. Jetzt, in der Trockenzeit, sind die Menschen vor allem zu Fuß oder auf stark überladenen Motorrädern unterwegs. In der Regenzeit sind viele dieser Straßen unpassierbar. Begleitet werden wir von Hannah, die für das länderübergreifende Programm Skill Up für die Welthungerhilfe tätig ist. Das Programm bietet vielen tausend junger Frauen und Männer zwischen 15 und 35 Jahren die Chance, sich beruflich zu qualifizieren und nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Nach 2 Stunden erreichen wir unser Ziel. Das Dorf Gihun. Wir werden schon erwartet und eine Gruppe junger Frauen und ein junger Mann hat sich im Schatten eines Baumes ein mobiles Klassenzimmer eingerichtet. Hannah unterrichtet heute das Thema Marketing.
Wie verhandle ich selbstbewusst mit einem Kunden? Welcher Preis ist meine Ware wert? An wen verkaufe ich meine Produkte, um den höchsten Preis dafür zu erzielen? Darin bildet Hanna ihre Schüler aus. Betriebswirtschaftliche Grundlagen, handwerkliche Fertigkeiten und Alltagskompetenzen. Auch diese Life Skills stärken das Selbstbewusstsein und schaffen Kompetenzen für ihre Arbeit. Wie ihr seht, sind all diese Projekte sehr langfristig angelegt. Mit eurer Spende für die Welthungerhilfe gebt ihr den Menschen eine Chance auf eine eigene Zukunft, auf ein selbstbestimmtes Leben ohne Hunger. Unsere Spende kann etwas bewirken. Das habe ich gesehen und erlebt. Und jeder Cent kommt an.